Jo, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Mir ist gerade erstmal aufgefallen, aufgrund eurer Kommentare, dass ich echt relativ normale Haare gerade habe. Das sieht einfach aus wie braun, ombre, blond, crazy. Ja, dadurch, dass das halt Directions sind, also wir haben das diesmal wieder mit Directions gemacht, das wäscht sich halt recht schnell raus. Und das ist halt das, was da drunter war. Aber ich habe eigentlich überlegt, ob ich heute zum Friseur gehe und neue Farbe drauf mache. Aber ich schaffe das heute nicht. Und es sieht jetzt auch nicht so schlimm aus, finde ich. Von daher, scheißegal. So, ich bin immer noch ein bisschen gejetlaggt, leider. Und ich habe heute frei, was Arbeit betrifft. Aber ich habe mega viel zu tun. Und werde das auch heute alles nicht schaffen. Deswegen wird das noch auf morgen und Freitag ausgeweitet werden. Aber was sonst? Ich werde jetzt erstmal einkaufen fahren und zu meiner Oma fahren. Das wird eine ganze Weile dauern, da muss ich unbedingt heute zum Nägel machen, weil hier habe ich keinen Nagel mehr, hier der ist kaputt, hier ist kaputt, die sind komplett rausgewachsen. Die wurden letztes Mal einfach ultra scheiße gemacht. Und heute ist Mittwoch und ich habe mich immer noch nicht dran gewöhnt, dass mittwochs kein Vlog online kommt. Das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. Also in Amerika ging es, weil da war generell ja alles, die ganzen Umstände anders. Aber so jetzt zu Hause, dass jetzt einfach so kein Vlog kommt, ist ein bisschen merkwürdig. Naja. Ich mache mich auf jeden Fall jetzt mal auf den Weg und ich wollte eigentlich noch ein paar Sachen, so Müll und so mit runternehmen und meinen Koffer in den Keller. Aber ich muss jetzt schon das Ganze hier ins Auto befördern. Das sind einfach zwei Riesentaschen Pfandflaschen und das und Wäsche und oh, ich hoffe, das kriege ich allein schon jetzt mit einem im Auto ins Auto. Naja, wird schon werden. Ich mache mich auf den Weg. Peace out. Einmal ein kurzer Disclaimer. Morgen Samstag um 16 Uhr wird wieder ein Video online kommen. Es gab ja jetzt, während ich im Urlaub war, keine Hauptkanal-Videos. Morgen wird es eins geben und es ist ein ganz, 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 ganz besonderes Video. Also schaut unbedingt vorbei. Ich würde mich wahnsinnig freuen. Das bedeutet mir sehr, sehr viel. Es gibt eine große Ankündigung, eine große Neuigkeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr vorbeischaut. Wirklich riesig. Also morgen 16 Uhr. Hauptkanal. Heieiei, ich bin jetzt kurz zu Hause, habe meinen Einkauf hochgebracht, kurzen Salat gegessen und werde jetzt in die Stadt fahren. Ich muss unbedingt meine Nägel machen lassen und Laura und Stella kommen jetzt mit, weil irgendwie hat das jetzt gerade so zeitlich gepasst. Ich bin richtig kaputt irgendwie. Na, Laura, was machst du da? Ich muss mal gucken, ob ich es schaffe, heute dann noch Videos zu drehen oder erst morgen. Ich weiß es auch noch nicht. Und ich überlege die ganze Zeit, wie ich die Videos drehe. Weil ich habe einen Plan, ich weiß, was ich drehen will, aber noch nicht so ganz genau und wie ich das aufteile. Ich bin mir ein bisschen unsicher. Und ich habe gerade in meinen Salat so ein Dressing gemacht, was ich mal in so einer Box hatte. Ich zeige euch das mal. Von diesen Wundersoßen. Hier, seht ihr was? Da. Da hatte ich Caesar. Und ich bin richtig begeistert. Das war mega lecker. Mega. Und das ist halt ohne Zucker, ohne Fett, ohne Kohlenhydrate, ohne alles Mögliche. Das war richtig gut. So, und jetzt mache ich mich auf den Weg in die Stadt. Boah, ich war mal wieder mutig. Ich habe nicht die Standardnägel, sondern schwarz. Aber die sind mega schön geworden. Geilon. Hallo übrigens. Hallo. Und wir gehen jetzt noch kurz in Primark, weil, ups, ich brauche eine neue Tasche. Man, meine ist ja kaputt. Die ist schön. Wird ja bestimmt da auch nochmal hängen. Mal schauen. Wow, ist es hell hier in meinem Flur. Ich bin wieder zu Hause, auch schon eine Weile. Ich habe mir nämlich gerade schon Essen gekocht und werde mich jetzt an meinen Schreibtisch begeben. Ich werde ein bisschen Videos planen. Heute schaffe ich es nicht mehr zu drehen. Nee, dann müsste ich mich voll stressen, da habe ich keine Lust drauf. Deswegen werde ich das dann morgen machen. Aber ich werde noch schneiden ein bisschen. Und wie gesagt, plan dann für die nächste Zeit die Videos. Zumindest jetzt schon mal drei Videos. Da plane ich jetzt ganz genau, wie ich das machen werde.
das mache ich jetzt. Also ich werde jetzt erstmal eine Weile am PC verbringen. Mal sehen, ob ich das alles schaffe, aber ich denke schon. Ja. Hallo. 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 Weißt du, was ich nämlich... ich habe ein paar coole Spiele gefunden. Also ich weiß noch nicht, ob die cool sind. Aber die wurden bei so einem Video in Kommentaren vorgeschlagen. Spiele. Brettspiele. Brettspiele. Ja. Ja, weil, okay, Spiele ist ein sehr großes Wort. Nee, nee, nee. Ja, okay. Spiele. Ja, und weiter? Ja, da können wir mal gucken, ob wir uns die kaufen. Ja, dann zeig mal her die Kommentare. Nee, keine Kommentare. Ich habe die Spiele rausgesucht. Bei Amazon. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, ob ihr coole Vorschläge habt für Spiele. So Brettspiele oder Kartenspiele oder so. Das eine ist... Ah, jetzt wo du es sagst, Risiko. Mhm. Ey, ich muss unbedingt mal hoch und gucken. Ja, das eine ist Seven Wonders. So sieht das aus. Soll ich dir eine Beschreibung vorlesen? Strategiespiel? Weiß ich nicht. Ein Strategiespiel, ja. Schwerer und schwerer und schwerer. Für kleinere und größere Runden bringen nicht nur ja 1000 Bauwerke, sondern auch... ja, das auf jeden Fall. Also Strategie. Ui, das hat auch sehr gute Bewertungen. Und dann haben wir Codenames. Das wurde auch vorgeschlagen. Das hat auch sehr gute Bewertungen. Was ist das denn? Das ist nur die Geheimdienstchefs kennen die Identitäten ihrer Agenten. Ihre Teammitglieder sehen lediglich 25 Codenamen. Jedes Team will das erste sein, das Kontakt zu allen seinen eigenen Agenten aufnimmt. Der Geheimdienstchef gibt Hinweise in Form einzelner Wörter, die im Zusammenhang mit mehreren Wörtern auf dem Tisch stehen. Tippt sein Team auf einen Agenten, der Gegenseite hat es dieser einen Vorteil verschafft. Tippt es auf den Attentäter, hat es sofort verloren. Aha. Und das letzte, was ich rausgesucht habe, war Dixit. Hast du das? Dixie? Dixie Klo. Warte. So. Dixit. Ja, und? Was ist das? Ich habe mir das auch noch nicht durchgelesen, Fabio. Du hast es dir rausgesucht? Ja, anhand Kommentare von Leuten. Ich habe mir das noch nicht durchgelesen. Okay. Nur das, was halt viele Leute vorgeschlagen haben, scheint ja gut zu sein. Ist ein Spiel für Menschen mit Fantasie. Ja, die gibt's ja bei uns genüge. In jeder Runde schlüpft ein anderer in die Rolle des Erzählers. Er überlegt sich zu einer der 6 Karten, die er auf der Hand hat, eine treffende Aussage. Diese kann aus einem oder mehreren Worten bestehen oder sich auch nur auf Lautmalerei beschränken. Erfinden Sie frei oder nutzen Sie ein Zitat, ein Auszug oder eine Variation aus einem berühmten Werk. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Es kann der Beginn eines Liedes, eines Filmtitels oder eine Zeile eines Gedichts sein. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Die Mitspieler suchen entsprechend der Bedeutung aus ihrer Handkarten jeweils diejenige aus, von der sie glauben, dass sie am besten zu der Vorgabe passt. Welche Karte wurde vom Erzähler gewählt? Welche Karte kommt dieser am nächsten? Nicht zu viel verraten und nicht zu wenig, das ist die Kunst. Okay, verstehe. Hört sich aber geil an. Müssen wir mal gucken, ob wir uns dann mal welche von kaufen. Oder wie gesagt. Also das mit den Seven Wonders interessiert mich. Ich bin eher eh so ein Fanatiker von. Du bist eh so ein Wunder. Ja, das auch. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr coole Spiele habt. Genau. Ja. Und ich bin ein Fan von Strategiespielen. Also von daher bitte, bitte, bitte ja. Strategiespiele vorschlagen. Ist akzeptiert. Warum filmt ihr es nicht eins? Ich bin jetzt schon bei dem Vlog. Ich habe Kopfweh heute den ganzen Tag. Es ist richtig belastend. Was machen wir denn jetzt? Gucken wir Grace? Noch so ein, zwei Folgen? Ja. Ja, sowieso, denke ich mal. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Tschüss. Ich will immer noch irgendwas sagen und dann fällt mir nichts ein und dann kommt Tschüss. Also, tschüss.